Meine Freunde, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Und heute haben wir einen langen Ritt vor uns. Eigentlich nicht mehr, denn es waren mal 1400 Schritt und jetzt sind es nur noch knappe 350. Wir konzentrieren uns. Keine Geräusche, nur Tote an Pfählern. Hier an diesem kleinen Haus. Tötet, wenn ihr die Götter liebt. Nein! Keine Angst. Okay! Wow, hat was drauf, muss ich zugeben. So, ist ein verfickten Scheiß Kleppel aushandeln. Hier, so, den zuerst, denn er ist ja Fernkämpfer. Oh oh, nein! Weg! Ich will. Ich regeneriere mich zu Tode, aber es bringt nichts. Naja, letzten Spielchen entladen, ob wir da irgendwie von der Fiene aus irgendwie. Und dann, ja! Wir können es versuchen. Ich versuch's mal. Wird der Ladebildschirm über mir oder unter mir immer so langsam sein, dann. Oh, nee, aber okay. Dauert ein bisschen länger. Man gestorben ist. Bin tot. Hm? So. Komm schon, Plätze. Okay, hier haben wir Rehe, ganz kleine Kitzchen. Und bei dem Haus, das sogenannte Haus, werden wir uns kurz niederlassen. Haben wir überhaupt in Oha, Plätze. Nein! Weg! Wow, der mag hier aber ziemlich weit. Vielen, was hier? Nein, zuerst den Typen! Weg. Die kommen nicht nach, okay. Den Fernkämpfer ausmachen, dann haben wir hier gute Chancen. Nein, weg. Ich will eigentlich ausweichen, aber natürlich. Feuerschaden bei Menschen und Leuten wirkt sehr gut. Das ist auch eigentlich sehr schlimm. Hemd, naja, können wir nicht gebrauchen, aber okay. Schinken. Gehen wir einfach rein. Okay. Proviant haben wir hier. Jetzt ist Leder. Das schauen wir gleich mal an. Nee, kommt schon mal an. Kann anbleiben. Hier können wir was mitnehmen? Nein, nur ausmachen. Na dann schauen wir mal rein. Sehr schön. Gibt plus 8. Plus 12. Handballbildung Stufe 4 haben wir dann gleich. Sehr schön. Minus 12, naja.
Verbesserung wird in freien Fassungen als Ausrüstungsgegenstand. Wow. Naja, okay, gut. Haben wir es auch in Downs. Und hier haben wir noch einen Toter. Also, den wir ja aufnehmen können. Ein Handbeil. Die Frage, wo ist unser kleines Pferdchen? Da, haben wir's. Hui. Komm her. Haben wir es doch noch gefunden, das Pferd. Das finde ich sehr schön. Und weiter geht's. Nach über einem Kilometer. 1000 Fuß kommst. Wir bleiben im alten System. Ich will Jackie packen. Danke sehr. Ich euch auch. Nein, ich bleibe hier. Vielleicht sehe ich Hanna ja. Hanna? Ich suche einen Jäger namens Nielen. Er steht vor dir. Was willst du? Dich. Deine Frau ist verschwunden. Hä? Ich bin wegen deiner Nachricht da. Ich bin Hexer. Wann hast du deine Frau zuletzt gesehen? Vor 5 Tagen, vor Tagesanbruch. Bin zum Jagen. Sie hat noch geschlafen. Als ich zurückkam, war sie verschwunden. Hast du nach ihr gesucht? Vielleicht ist sie ins Nachbardorf gegangen und hat vergessen, es dir zu sagen. Nein, meine Schwester war noch nie so lange weg. Na, die sieht auch nicht ganz gut aus. Also nicht so schlecht aus. Keiner hat sie gesehen. Sie muss los sein, als alle geschlafen haben. Ich habe ihr immer wieder gesagt, sie soll nicht alleine gehen. Sie hat nie auf mich gehört. Ich habe mit einigen Männern den Wald durchsucht. Nichts. Ich werde nach ihr suchen. Natürlich werde ich nach ihr suchen. Ich werde im Wald suchen. Vielleicht hat sie ja etwas übersehen. Freunde. Ich frage auch herum. Hat sie Freunde? Hanna bleibt meist für sich. Manchmal passt sie auf die Kinder vom Schmied auf. Und im Dorf mochte sie Glenna, die Frau des Schlachters, am meisten. Danke. Ich versuche sie zu finden. Also Fleisch und Kinder. Kann aber nichts versprechen. Geht klar. Da bewegt sie sich nicht. Na, okay. So. Mach mal hin. Die Nachbarn von Henna. Natürlich, wenn wir mit dem Pferd reisen. Ist ja klar. Und nun, hopp, rüber und fragen. Bist du Glenna? Ja, ich habe nur Knorpel und Innereien zu verkaufen, aber du musst warten, bis ich alles zerlegt habe. Nein, 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 ich will nichts kaufen, meine Freundin. Ich will nur über Henna reden. Mit dir, hä? Ich möchte mit dir über Hanna sprechen. Hab gehört, ihr wart Hanna, nicht Henna. Manchmal kam sie vorbei und wir haben geredet. War sie in letzter Zeit seltsam? Weißt du, wo sie hingegangen sein könnte? Seltsam? Nein, so fröhlich wie immer. Ich denke, die Wölfe haben sie geholt. Die letzten Nächte haben sie geheult. Selbst die Männer des Barons haben Angst, herzukommen. Hanna muss in den Wald gegangen sein. Vielleicht hat sie Pilze gesammelt. Sie ist zu tief hinein. Die Heuler haben sie erwischt. Und ich frage mich gerade, es kommt ein Wind auf und es ist eventuell kalt. Die Dame hat einen tiefen Ausschnitt. Naja. Entweder will sie ihre Vorzüge zeigen oder einfach nur angeben, was sie da hat. Bist du die Frau des Metzgers? Metzger? Ich bitte dich. So könnte man ihn im Schatten der Mauern von Novigrad bezeichnen. Jetzt verkauft er Aas, tote Tiere, deren Knochen sich noch für die Suppe eignen. Kaufst du was? Nein, danke. Vielen Dank. Leb wohl. So, dann fragen wir eben mal kurz die nächste Sache hier. Hier bin ich so viele Nachbarn. Toll! Mein Papa macht Schwerter wie das hier. Darf ich mal anfassen? Besser nicht. Das ist scharf. Ich muss mit eurem Vater reden. Früher habe ich Schwerter geschmiedet. Jetzt Sicheln und Hacken. Gute Waffen findest du nur in Novigrad. Ach, wir sind nicht mal in Novigrad. So weit sind wir schon gereist. Das heißt nun 1000 Fuß? Ja, okay. Ich möchte mit dir über Hanna sprechen. Ich wollte mit dir über Hanna sprechen. Sie hat auf deine Kinder aufgepasst. Tante Hanna, weißt du, wo sie ist?
Leider Nein, noch nicht, deshalb bin ich hier. Freundin. Hat sie euch gesagt, wo sie hingeht? Oder sonst irgendwas? Sie hat gesagt, dass Rüben gesund sind und wir sie essen sollen. Ich habe gesehen, wie sie in den Wald ist. Mit einer anderen Frau. Es war fast morgen. Ich bin raus, damit ich das Bett nicht nass mache. In den Wald? Dann ist sie erledigt. Warum? Ein großes Rudel durchstreift die Gegend. Niemand im Dorf traut sich in den Wald, außer Nielen. Aber der ist ja auch Jäger. Na, hallo, da müssen Vielen wir... Vielen Dank. Lebt wohl. Das hat wehgetan. Sorry. Müssen wir eben... Oh. Was gibt's hier? Bekanntmachung. Auf Befehl des Kommandanten des Lagers der Zentralarmee von Nilfgaard. Die Einwohner von Mittelhain und Schwarzzweig werden hiermit aufgefordert, sich im Lager bei Mittelhain zu melden, um Arbeitsdienst für das Kaiserreich abzuleisten. Wer sich zu drücken versucht, wird ausgepeitscht. Listen mit den bezeichneten Einwohnern sowie die jeweiligen zu leisten Arbeitstagen sind dabei den Dorfältesten erhalten. Na, holla. Da will ich nicht hin. Komm schon. Also wieder 82 Meter. Boah, tolle Wurst hier. Die Leute haben ja ausgemerzt. Was war denn los? Es fährt irgendwelche Macken hier. Da gibt's auch so ein Zeichen. Hier gibt's auch so ein... Ach, Schlüssel benötigt. Und der Schlüssel ist hier im Garten oder bei der Ziege? Nein, okay. Da drin ist ja jemand. Ist es einfach abgeschlossen, weil es Nacht ist und die da Angst haben, die Leute da drinnen? Von der Außenwelt? Los, lauf! Kann gut sein, ich weiß es ja nicht. Was ist los? Aber wir haben auf jeden Fall... Oh. Ein Friedhof. Ein Friedhof. So. Schon Stufe 6. Na, holla! Langsam hier. Hey, ich weich immer wieder aus. Hallo, mein Freund. Ja, genau. Hexer? Was machst du hier? Da ist uns jemand gefolgt. Du solltest nicht alleine im Wald sein. Ich wollte dir nur sagen, du brauchst nicht nach Hannah zu suchen. Sie wäre längst zurück, wenn sie am Leben wäre. Ich bezahle dir doppelt so viel wie Nielen. Sag ihm einfach, dass seine Hannah tot ist. Willst du nicht wissen, was ihr zugestoßen ist? Ich mach mir keine Illusionen, Hexer. Wer in Welen so lange verschwunden ist, kommt nicht zurück. Ja, ich bin immer verschwunden, bin immer zurückgekommen. Nielen sollte diesen Verlust akzeptieren. Nach vorne schauen. Ich werde sie finden. Tut mir leid. Ich schließe meine Aufträge immer ab. Es stimmt, was die Leute über Hexer erzählen. Ihr seid herzlose Kreaturen. Ich wollte eigentlich nur finden, aber natürlich... Ach Mann, diese Frauen immer. Wolfsleber, sehr schön. Ich wollte eigentlich jetzt ihren Quest annehmen, aber gleichzeitig immer noch nach ihr suchen. Aber komisch. So, Pferdchen. Komm schon. Schneller. Haben wir hier irgendwelche Geräusche? Irgendwelche Sachen?
Das riecht nach einer verwesenden Leiche. Überall ist Blut. Und hier ist aber ein Hund. Das war kein Mensch. Schnitte von langen Krallen. Das Fleisch wurde runtergerissen. Okay, also es kann kein Mensch sein, denn der reißt nicht. Das muss Hannah sein. In Stücke gerissen. Sprichwörtlich. Das muss Hannah sein. In Stücke gerissen. Sprichwörtlich. Ja, haben wir ja gemacht. Langsam, langsam. Sieh mal an. Klauenspuren. Sie sind tief. Werwolf. Ohne Frage. Ich muss vorsichtig sein. Blut- und Pfotenabdrücke. Wohin sie wohl führen? Ein Fellbüschel. Wer das verloren hat, hat eine Weile nicht gebadet. Ist es auf dem Baum oder was? Okay. Wenn der Weg weggeleitet oder was ist los? Strange, aber okay. Da willst du mal wissen mit dem ganzen Zeug hier. Da geht immer. Männerkleidung, zerrissen, aber ohne Blutspuren. Wer reißt sich denn die Kleider vom Leib und lässt sie im Wald? Sieht aus wie die Unterkunft eines Jägers. Hallo, mein Freund. Na, damit hast du nicht gerechnet, hä? Nein, ich wollte eigentlich... Ey, Miskerl! Nein, ich geh weg ans Arschle! An die Arsch, an der Kappe! Da wird aber noch ein Zacken. Okay. Rohes Fleisch, sehr gerne. Was ist denn hier los? Einsame Hütte? Können wir. Okay, hier können wir was lesen. Schnellreise. Nein, danke sehr. Was ist denn hier? Ach, abgeschlossen. Manuskript. Na dann. Kann man nicht jetzt so... Was ist denn das da? Ach, das... Oh, oh. Ja, nö. Ertrunkene. Haben wir gerade noch gefehlt. Meine Fresse hier. Okay, es sind ja nur ein paar. Ja, schon, alles klar. Wir haben immerhin zwei Arten von Leuten hier, von Toten. Will jemand einen Krank kloppen hier? So. Wenn ich hören will, muss fühlen.
Aber ich muss doch zurück. Irgendwie muss ich doch die Pferde wieder aufspüren. Aber das kann man doch, das kann man nicht entdecken. Oder? Wieder ein Bär. Merkt er irgendwie nichts oder was ist mit dem los? Hat der Bär Angst? Oh oh. Nee, der weiß, wie es geht. Holla! Nein, nicht in die Fresse hauen. Ah! So. Das irgendwie das Ding hier. Das hier am Boden, mein Freund. Sonst gibt's ja hier keine Sachen. Nein. War eigentlich irgendwas für meinen Kunden? Ach hier. Notizen, von wem die wohl sind. Armbrust. Überlastet. Na, oh. Okay, den haben wir auch irgendwie. Okay, kann nicht mehr rennen. Halt! Aber hier haben wir. Sorry, Leute, aber. Bin ich so blöde und sehe das nicht, oder was? Pioten, das sehe ich schon längstens. Dürfen wir es auch mal anfassen, oder wie ist das heute? Fische können wir nicht essen. Ach schön, mein Pferd. Okay. Ach, der Kreis. Ich begreife es wirklich gerade nicht so ganz. Ah. Das Blut ist nicht lange trocken. Er wurde hergeschleift. Aber von wo? Ich denk mal. Nein. Wenn es nicht. Wird auch nicht. Arde. Arriba. Okay, dann. Okay, jetzt tue ich einiges auf hier. Wir sind aber überlastet, meine Freunde. Ihr wisst das. Ach, wir haben Plätze. Okay. Was haben wir hier? Viele Lederbänder. Nee. Sorry. Aber.
Bärenfell, da können wir alle drei wegschmeißen. Wolfspelz. Alle. So. Oh, das würde ich gerne mitnehmen. Okay, wieder zurück und wir können rennen. Oh oh. Oh, Ah! Werwolf. Oh, hallo. Weg. So. Ist das hier? Okay, eine magische Falle können wir hier einrichten. Halleluja! Oh oh. Oh oh, weg! Wir haben ihn schon ein paar, ja, knapp ein Drittel runtergedreht. Und wir sind auch fast tot. Nein, halt! Tu ihm nichts! Das ist der Einsame. Was ist hier los? Ich denke, wir müssen reden. Es ist Njellen. Lykanthropie kann jeden treffen. Aber es ist ein Fluch. Tut mir leid, ich muss... Du verstehst nicht. Ich liebe ihn. Fast hat er mir gehört. Da bist du gekommen. Verschwinde, lass uns in Ruhe. Was sagst du da? Erst wenn ich weiß, was hier vor sich geht. Ich liebe ihn, seit ich denken kann. So erst seit gestern. Auch als ich sein Geheimnis erfuhr. Du wusstest es? Dass ich mich hier einsperre und die Verwandlung abwarte? Ich wusste es. Und es war mir egal. Aber du hast Hannah gewählt. Ich wollte, dass sie dich sieht. Sie hätte dich verlassen. Und wir wären zusammen. Du hast sie hergebracht. In jener Nacht. Und darum hatte ich morgens den Geschmack von Blut im Mund. Ich hab's für uns getan. Sie sollte nur sehen, wie du dich verwandelst. Ich wollte ihren Tod nicht. Glaube ich. Ach so. Ich glaube dir nicht. Und ich töte dich willentlich. Zum ersten Mal überhaupt. Das kann ich leider nicht zulassen. Du wirst niemanden töten. Nie wieder. Nein! Tu ihm nichts! Verschwinde, bevor ich meine Meinung ändere. Lauf! Oh. Hat jeder ein bisschen dazu bekommen? Weg, 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 ja. Nein. Naja. Hallo, Herr Werwolf. Wie geht's denn so? Oh. Ah. Ja, mein Freund, wir haben hier ziemlich viel Power. Aber leider auch nicht so ganz. Ah.
Können wir kurz nur weg? Wegen Regeneration und so? Oh oh. Wollen wir nichts heilen? Okay, es bringt also nichts. Eine Chemie. Da haben wir jetzt was zu essen, haben wir nichts mehr, oder wie? Los, dass wir erst andere Kreaturen töten. Oh mir. Oh oh. Nee, scheiße, Bär. Ah. Weg. Weg, 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 weg. Und jetzt heißt dieser Quest können wir eventuell erst. Haben wir wenigstens jetzt mal wieder was zu essen? Okay, ein scheiß 1er Stück. Was haben wir denn volles Leben? Okay, ich würde sagen, wir lassen hier mal das Zeug ruhen und sehen uns in der nächsten Episode wieder, wenn es heißt Werwolf jagen.